Waren weniger Leute dort, als wir bei so einem ausgefallenen Veranstaltungsort erwartet hatten. Die Band, die aus einer Frau und einem Mann bestand, hatte schon angefangen zu spielen, als wir kamen. Das sah so aus, dass sie sich ein Mikrofon, in das sie beide gleichzeitig sangen, und eine akustische Gitarre teilten. Die Musik, die sie machten, war eine Art Folkrock, und dadurch, dass es sich um ein kabelloses Mikrofon handelte, wir während des Spielens durch die ganze Station laufen. Und manchmal verschwanden sie sogar, immer gefolgt von aufmerksamen Zuhörern, im Tunnel, woraus eine sehr interessante Akustik entstand. Als wir so da saßen und uns alles ansahen und anhörten, kam ein Mann auf einen meiner Freunde zu. Bis heute denke ich an den Mann.